Guten Morgen, Internet. Heute ist der Tag der Männerhygiene. Also von daher, Robert! Weil ich bin der falsche Mann dafür. Nee, ja, gut. Wir helfen dir. Ja, danke. Aber erstmal gibt's das. Intro. Wir haben hier einige schöne Produkte für dich. Wasser, gesund für die Haut. Wasser, irgendwelche Stifte, Bacon Soap. Bacon Seife, damit. Was steht da? Was steht hier? Für Hand und Bart. Hand and Bath, Real Wonder. Boah, du hast es schon aufgemacht. Boah, wie das durchmifft, ey. Du riechst es schon. Du nicht? Ja, genau. Boah, das ist der übelste Schmock. Ja, dann haben wir noch einen Man-Bun. Nochmal. Nein. Boah, das ist sogar noch eingepackt und das mieft schon so. Lass mal auspacken. Okay. Ich will ein Mann sein. Riech nach Bacon, haben sie ich mir gesagt. Ich bin ein Mann, ich hab Bacon Soap zu Hause. Gibst du viel Geld für Kosmetik aus eigentlich? Ja, also ich hab sehr wenig Sachen zu Hause, aber die wenigen Sachen sind halt relativ teuer, würde ich schon sagen. Ja. Ich hab nie was. Also ich setze da echt irgendwie auf mehr Kohle meistens. Ich hab nie was und ich will immer Sachen haben. Also wirklich. Warum so. Holst du dann nicht? Ja, weil ich mich so wenig auskenne. Ach so, ich kenne mich auch nicht aus. Teuer, Geld. Teuer, Gepär. Ich krieg das nicht auf. So. Ja. Geht, das ist widerlich, ey. Muss man gar nicht aufmachen. Ja, gut. Ganz wir, ehrlich, ich steck das wieder arbeiten da rein. Uns einfach mal durch. Das hier wurde mir gerade eben schon erklärt als Goatee Bart Shaver. Siehe, okay. Ein Goatee ist das, was unser liebster Kameramann hier gerade trägt, auch in Perfektion. Also oh, Kameramann, ja. Kann sich selber filmen. Kannst du dich selber nicht einmal filmen? Also, nur ein Gauti ist im Prinzip das, was man hier rumrum schneidet. Und dann hat man hier so eine wunderbare Gebissvorlage, wo man dann reinbeißt, damit man halt das nicht halten muss und dann irgendwie so um die Hand rum muss, sondern das einfach frei schweben machen kann. Und dann rasierst du das so. Genau, und das hier sind keine Rasierklingen, das dachte ich mir gerade, sondern hier kannst du dann so ein bisschen die Breite noch verstellen. Siehe, das weiter rausmachen. Oh, mein Gott, Hightech. Wenn du jetzt hier irgendwie so ein, keine Ahnung, Lothar Matthäus hat mal wieder viel Party gemacht im Mund hast, dann kannst du auf jeden Fall ordentlich da auch mal dein Goatee rummachen. No. Hier jedem das Seine, ne? Ja. Finde ich eigentlich ganz sweet. Also das nur als... Das funktioniert hundertprozentig nicht. Auf jeden Fall funktioniert das. Glaube ich nicht. Etwas... Hair Building Fiber. Weißt du, was es ist? Das ist Haar zum Aufbröseln, ne? Arm weg. Also, auf dem Kopf hast du genug Haare. Ja, aber geht auf langsam. Arm, finde ich, hast du zu wenig. Habe ich wirklich. Ich bin echt ein K.O. nicht so krass Hair, behaarter Dark Mann. Brown. Also man muss das so, what the hell? So schütten, ne? Also mach bitte nicht so viel. Ich probiere nur, okay? Ich hab Angst. Das ist doch kein Hä, Haar. Das ist einfach wie Puder. Ja, okay, warte mal. Wenn sich mein Arm entzündet, dann bitte nicht so viel. Als ob der sich entzündet. Hä, das sieht gar nicht aus wie Haare. Also warte mal, wir machen dich mal kurz. Einen männlichen Arm. Du weißt ja, ne? Frauen, die sehr behaarte Arme haben, finden später einen reichen Mann. Echt? Ja, und heiraten einen. Habe ich sehr behaarte Arme? Reicher Mann! Oh, vielleicht muss man da einfach viel auf eine Stelle machen. Guck, jetzt hast du voll den Haut. Ach so. Hautfleck. Aber wer macht denn sowas irgendwo hin? Muss man das aufs Gesicht machen? Boah! Hast du die Haare verschluckt? Sorry. Alles gut. Ja, gut, ich Leute. Ich bin ein bisschen dumm auf jeden Fall. Ist komisch, sieht eher aus wie so Moos. Ja, das ist irgendwie so Schmuck. Aber es lässt schon voller wirken irgendwie an der Stelle. Ja, wo ja. Ich mal so länger an der gucke. Stelle ist schon voller. Ist auf jeden Fall voller. Ja, Haar. Spannend. Will sonst noch jemand Haar? Willst du ein bisschen Haar? Haar! Schade, okay. Okay, weiter. Man-Bun. Das bleibt voll dran. Oh. Sind ja, das ist ein Man-Bun. Also, was die Hipster normalerweise so haben, ne? Ach Quatsch, das ist doch super Trend. Das hat doch jeder jetzt. Aber meinst du denn zum Beispiel... Du hast es auch manchmal. Ich habe auch schon mal einen Man-Bun gehabt, aber nicht so einen. Das sieht eher aus wie so ein Handymütze. Das sieht aber wirklich eher nach einem Frauen-Bun aus, ehrlich gesagt. Super glänzend. Schön. Schöner Bun.
total so, realistisch. Auch, recht unauffällig aussieht. Also, du kannst auf jeden Fall ich in das. Ich sehe gar nicht, dass der Bun fake ist. Ich auch nicht. Ich finde das eigentlich ganz sieht süß. Sieht aus, als hättest du ein Loch oben lassen in deiner Mütze und da würdest du deinen Bun raushängen lassen, der übernatürlich schön glänzt und einen tollen Eindruck macht. Finde ich auch gut. Was ist denn hier? Wimpern- und Augenbrauenbalsam. Aber wieso? Ist das ein Männerprodukt jetzt wirklich? Das ist tatsächlich explizit kein Männerprodukt. Männerprodukt? Das ist kein explizit Männerprodukt, oder? Das ist nur für Männer. Okay, promoted. Das ist nur für Männer. Was ist das? Oh, ich kann nicht mit Augen, ne? Augenbalm. Fühlst du schon was? Ich fühle, dass ich morgen keine Augenbrauen mehr habe, auf jeden Fall. Fühlst du es? Das ist mein großes. Nee. Chill mal deine Basis bitte mit dem Schein. Mach mal bei dir ein bisschen. Du brauchst Augenbrauen jetzt hier. Immer mobbst du mich wegen meinen Augenbrauen, Freddy. Warte, mein Man-Bun. Das war das, die erste richtige Beleidigung, die du gegen mich geworfen hast mit meinen Augenbrauen. Und was hast du dann gesagt zu mir, als ich das gesagt habe? Stimmt. Ja. Aber ich fand's trotzdem. Und was ist das gemein. Hier? Für was ist das? Simon und Tom. Simon Barcelona. Und Tom in Barcelona haben was gemacht? Was ist Lippen, das? Oder? Lip Booster! Yes, Motherfucker! Ah, nee, Moment, das ist aber so zum Kylie Aufdruck, dass das aufquillt. Nee, oh, Alter, das soll ist... Soll ich mal probieren? Ja, mach mal bitte. Ich bin bei jeder Scheiße, die irgendwie fürs Gesicht ist, super paranoid. Ist scheißegal. Ja, aber du bist auch aus Tschechien. Da gibt's halt wieder so günstige Schönheits-OPs und dann ist wieder alles wie vorher. Ey, letztens habe ich erfahren, man kann sich für 100 Euro ab 140 die Lippen einfach aufspritzen lassen. Mach mal. Dann wollte ich das einfach mal für ein Video machen, einfach aus Spaß. Und dann hat David Dobrik das aber schon einfach aus Spaß im Video gemacht. Das geht aber wieder weg, wenn du es nur einmal machst, ne? Ha? Ja. Oder du kriegst halt eine fette Lippenentzündung. Das ist geil, ey, jedem das Seine, auf jeden Fall. Okay, jetzt habe ich so einen Lipbooster drauf. Oh, kribbelt. Was ist das? Grüße, auf jeden Fall. Wessen Telefon klingelt da? Ja, ja. Oh, ich glaube, jemand ist gefeuert. Nächste Sendung, anderer Kameramann. Das kribbelt aber so schön auf den Lippen. Ja, du hast auch schon viel größere Lippen. Gar nicht. Doch, auf jeden Fall. Echt? Ja. Keine Ahnung. Hier auf jeden Fall, das Ding, was in so kleinen Säckchen verkauft wird, ist ein sogenannter, jeder kennt es noch, glaube ich, von der Kylie Jenner Lippen Challenge, wo sich zahlreiche 14-Jährige ihre Lippen versaut haben. Das muss man ansaugen. Ey, weißt du, wie fett meine Lippen gleich werden, okay? Ich finde ich richtig geil. Dann sage ich immer, where's the chicken? Wirkt es schon? Oh. Ja, das ist schon auf jeden Fall richtig krass. Habe ich es über meinen ganzen Mund geschmiert? Mal ein bisschen an die Nase, vielleicht wird die dann so groß. Ach so, da. Mhm. Okay. Breit. Aber ich glaube, mit Lip Booster und mit dem wirkt es noch mehr als nur. Bei mir geht das halt nicht, weil ich einen Bart habe. Der ist halt dazwischen und dann ist immer Luft. Das sind die komischsten Geräusche, die ich glaube, jemals in dieser Sendung von mir gegeben habe. Von daher. Mach mal ab. Ne, 5 Sekunden noch. Boah, die sind voll blau. Die sind echt ein bisschen dunkler tatsächlich. Echt? Nicht krass, aber ein bisschen. Ah, die tun auch ein bisschen weh. Haare. Das fühlt sich echt an, als hätte mir die jemand aufgespritzt, ne? Die sind so hart. Guck mal, jetzt habe ich eine Hobbit-Hand. Wow. I'm a Hobbit. Jetzt sieht die einfach nur dreckig aus. Ja, das ist wirklich einfach. Es ist also, das ist echt ein Fail. Das würde ich nicht weiterempfehlen, wenn ich Bibi wäre. For external application. Genau, external application. Application, danke. Only. Okay. Avoid contact with eyes. Look at it. Der Härtetest. Der Haarhärtetest. Do not inhale. Check. If you have an allergic reaction, stop using the product immediately. Okay, ja. Yeah. Okay, nee. Schauen wir mal gleich. Wa? Nope, not gonna happen. Und welches Produkt nimmst du mit nach Hause? Die Haare, weil ich da so schöne Zwischenräume habe, die so... Ach cool, irgendwie brennen meine Lippen auch, ich weiß auch nicht. War jemand schon mal... Du hast es gerade benutzt, Berit, davor, ne? Hast du so harten Ebolates an den Lippen oder so? Weiß ich jetzt nicht. Einen blauen Fleck einmal drumherum. Einen blauen Fleck, echt? Da kommt was auf dich zu. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Ja, ich bin mal gespannt, was noch passieren wird. Bleibt auf jeden Fall up to date mit Kellys wunderbarem Schissel. Wir werden jetzt noch ein bisschen uns in Baking Soda höchstwahrscheinlich einreiben, alle.
hier in der Produktion. Denn Baking das machen Soap. Wir meistens am Ende. Du hast auch Baking Soda gesagt. Ich habe Baking Soda Baking Soda verdammt. Gedacht. Und wir müssen noch eine Hausaufgabe machen, denn während wir uns jetzt am Wochenende dann von Fake Haaren und sonst wie was kurieren, gibt es natürlich auch noch eine Hausaufgabe. Sekunde. Ich habe überall diese Härchen jetzt. Einmal so. Hier, perfekt. Da hat man ein einziges Mal eine Jogginghose an, dann muss man noch aufstehen. Also es ist natürlich eine stylische Berliner Hose, die man so trägt. Bonnie Strange wäre stolz auf mich. So, schauen wir mal. Zieh mal, ich lese vor. Dann kannst du nämlich noch ein bisschen deine Lippen saugen. Der ist größer. Die Hausaufgabe ist Nummer 15. Aber da war mein Knüss schon dran, machen wir nicht. 15. Versuche mal, so lange wie möglich auf Strom zu verzichten. Das ist sehr cool, das hat ja der Unger auch mal gemacht. Von daher jetzt einfach mal das ganze Wochenende kein Strom. Nur die Videos gucken, dann direkt wieder Handy aus, alles aus, ne? Meine Güte. So, Leute, generell für euch, viele sind ja noch ein bisschen jünger, aber vielleicht gibt es auch ein paar Leute schon im weiteren Alter, sage ich jetzt mal, so wie ich zum Beispiel, Mitte 50. Wenn ihr, was benutzt ihr vielleicht für Beauty-Produkte? Nehmt ihr nur eine Zahnpasta oder so ein bisschen Shampoo? Oder nutzt ihr selber so ein Libby-Siggy am Morgen oder irgendwelche anderen Beauty-Sachen? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Was sagen vielleicht auch Frauen? Gibt es irgendwann too much? Gibt es vielleicht Leute, die es mehr benutzen sollten? Thema Deo. You never know. Und dann würde ich sagen, ne? Ich find's zu süß. Gut, dann gehen wir jetzt mal in die Endcard. Bis gleich. Und habe ich schon voller Lippen? Ihr könnt ja mal vergleichen mit älteren Videos von uns. Und uns abonnieren, falls ihr noch voller Lippen in Zukunft sehen wollt. Oder ihr könnt ein anderes Funkformat abchecken. Das ist natürlich auch interessant. Okay. Alles klar.